Guten Morgen! Ich beende ja nun meine 7. Woche in meiner neuen Rohkostwelt und möchte ausgehend von einer Frage bei Instagram, ausgehend von diesen Erfahrungen und den zubereiteten Gerichten, nein, Rohkost ist nicht nur Salat und Obst, mal einen Überblick geben, was für mich persönlich unverzichtbare Utensilien in der Rohkostküche geworden sind. Denn die Rohkostküche braucht, wenn man relativ genussreich ist, durchaus tendenziell mehr Geräte und Instrumente als die konventionelle Küche, da man ja idealerweise keine oder nur sehr wenig vorverarbeitete Produkte kauft und selber alles verarbeiten und herstellen muss. Das krasse Gegenteil wäre die Studentenbude, wo ich ja eine Mikrowelle drin habe und sonst nichts. Also so rudimentär natürlich und archaisch der Begriff Rohkost daherkommt, so stark technologisiert und hochentwickelt sind die Zubereitungsmethoden, um einerseits ja, den Genuss, den man aus der veganen Kochkost kennt, auch wieder herzustellen, auch zu frönen und andererseits auch das Maximum an den Lebensmitteln rauszuholen, sowohl an Nährstoffen als auch an Haltbarkeit und damit auch Verwertbarkeit. Das Tolle dabei ist, und das ist ein Fakt, den die meisten Menschen unbewusst unter den Tisch kehren, um Argumente zu finden, sich auf eine Rohkost nicht einzulassen, ja, oder einlassen zu müssen, obwohl ihr Körper eigentlich sagt, ja, das ist das Richtige. Eben, dass die Geräte zwar Geld kosten, aber über einen längeren Zeitraum sogar Geld sparen und man dadurch viel weniger ausgibt in der Rohkost. Und was die Anfangsinvestition angeht, ich habe euch ja bereits in meinem Video, wie man für unter 100 Euro im Monat rohköstlich und vollwertig leben kann, was ihr oben in den Infokarten findet, gezeigt, wie man selbst im ALG 2 locker jeden Monat 50 bis 100 Euro zurücklegen kann. Also keine Ausreden, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Fangen wir an. Ganz oben auf der Liste, wie könnte es anders sein, steht natürlich ein Hochleistungsmixer. Der Grund dafür ist, dass erst ab einer gewissen Umdrehungszahl, wie hoch die genau ist, darüber streiten sich die Geister oder die Experten, ja, von sagen wir mal grob 30.000 bis 40.000 Umdrehungen in der Minute, die Zellwände aufgebrochen und die entsprechenden Nährstoffe extrahiert werden können. Zusätzlich stellt der Mixer die Basis für alle Pürees, Suppen, Füllungen und natürlich der Smoothies dar. Gerade die Smoothies sind bares Geld. Wenn man ja, die wöchentlichen Bioabfälle der Haushalte analysiert und darauf schaut, dann läuft einem oft der kalte Schauer über den Rücken. Was da an Apfelinnereien, Blättern, Brokkoli und Blumenkohlstrünken, Schalen und wertvollen Kernen und Samen gefunden wird, damit könnte man ganz locker 2-3 Tage seine Nährstoffe und Energie decken. Und der Smoothie ist halt prädestiniert für die Resteverwertung bzw. lässt überhaupt keine Reste entstehen. Der Apfel kommt, genau wie der Brokkoli, komplett rein. Die rote Beete inklusive der Blätter, die im Übrigen die 10- bis 20-fache Konzentration an Nährstoffen haben wie die Knolle selber. Dazu kann man die Reste ja, vom Schneiden, vom Salat oder Rohkost-Sushi, was vorigen Tag angefallen ist, einfach am nächsten Morgen mit in den Mixer hauen. Ich selber habe ja immer noch den Ultratec, der meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs-Verhältnis ungeschlagen ist. Die Rezension zum Gerät habe ich euch oben in die Infokarten gepackt. Nummer 2 ist im Bereich der Rohkost unbedingt ein Dörrgerät. In der Rohkost isst man ja fast alles, was man isst, ja, aus Obst oder Gemüse. Und entsprechende Massen kauft man auch ein und verkalkuliert sich auch durchaus mal. Mir auch schon passiert. Da ist es wunderbar, wenn man diese Lebensmittel auch haltbarer machen kann. Auch wenn man jetzt große Mengen auf dem Markt einkauft, an Kiwis oder Bananen, so Kisten für einen guten Preis sieht und das dann auch nutzen will, dann kann man mittels des Dörrgerätes eben die Früchte und das Gemüse komplett ja, nutzen und muss nichts wegschmeißen. Wenn man einen Garten hat, kann man Weizengras selber anpflanzen und trocknen. Ja, die reichlichen Obstarten bei Obstbäumen auch komplett verwerten. Wenn jemand zu viel Obst hat, annehmen, dörren, halten. Das Dörrgerät ist in seiner ureigensten Bedeutung der Haltbarkeitsmachung ein absoluter Sparfuchs. Dazu kann man zusätzlich viele großartige und genussreiche Gerichte durch die Intensivierung des Geschmacks, durch die Entwässerung in einem Dörrgerät kreieren, die, ja, die sich auch hinter Kochgerichten nicht verstecken müssen. Ich weise da insbesondere auf meinen veganen Rohkost-Rinderbraten hin, der mich auch heute noch jedes Mal, wenn ich ihn mache, in totale Ekstase bringt. Den Link auch oben in den Infokarten. Ja, früher hatte ich einen Biermeier, mit dem ich sehr zufrieden war, bis er halt irgendwann nicht mehr angegangen ist. Und jetzt habe ich halt das Gerät von Klarstein, dessen Rezension ihr auch oben in den Infokarten findet.
Wo ich schon damals gesagt habe übrigens, wie bei dem Mixer, der Preis wird anziehen. Und während ich vor ein paar Wochen noch für 99 Euro bekommen habe, ist er jetzt schon bei 110. Und man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass er wohl in den nächsten Wochen erst wahrscheinlich auf 135 und dann auf 149 hochgeht. Genau wie alle Geräte bei Klarstein geht Klarstein zuerst auf den Markt mit Kampfpreisen, dann durch die positive Rückmeldung an Rezensionen und Erfahrungsteilen gewinnen sie an Reputation und dann ziehen sie die Preise an. Das ist gut zu beobachten. Das war bei meinem Minimixer von Klarstein genauso. Die Rezension oben irgendwo kann. Ja, das war dasselbe Prinzip. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ein Dörrgerät zu kaufen und euch dieser Food & Jewelry gefällt von Klarstein, kauft den verlinkten Dörrer lieber heute als morgen, zumindest wenn ihr weniger zahlen wollt. Der Minimixer war auch 20 Euro und jetzt ist er 30 Euro und auch für die Rohkostküche wunderbar, auch ein Tool, kommen wir gleich weiter, der Minimixer. Im Gegensatz zu den ersten beiden genannten, der Dörrer und der Hochleistungsmixer, ist es kein Must-Have, aber für 20 bzw. jetzt 30 Euro eine absolute Erleichterung im Rohkostalltag. Der Vorteil im Gegensatz zum großen Mixer ist, wenn man mal schnell Soßen machen möchte, wie eine Bolognese für die Rohkostnudeln oder einen Dip, dann geht ja, das ratzfatz, sowohl das Ausschütten dann der Soße oder des Dips als auch die Reinigung. Ich kann definitiv sagen, dass ich oft früher auf einen Dip verzichtet habe, weil ich das mühselige Auskratzen aus dem großen Mixer ja, einfach zu nervig empfunden habe. Zumal die kleine Masse in einem großen Mixer auch oft nicht so gut vermengt wird, sodass sie sich an den Ecken sammelt, wenn man nicht ausreichend Flüssigkeit hat. Mit dem kleinen kein Problem. Ja, wie gesagt, Infokarte, alles Infokarte. Weiterhin ein scharfes Messer. Gerade in der Rohkostküche seid ihr nur am Schneiden und am Hacken. Da kauft euch ein gutes Messer. Da gibt es sehr, sehr viel Gutes. Und da ja, möchte ich eigentlich keins explizit empfehlen. Gerade weil die Schneidetechniken und auch die Handhabbarkeit je nach Größe der Hände sehr individuell ist. Aber tut euch einen Gefallen und kauft euch ein gutes wirklich und auch ein großes Messer, wo ihr auch effektiv größere Mengen an Salat, Kohl oder Gurken oder was auch immer schneiden könnt. Ich verlinke euch unten mal in der Infobox dann mein Santoku, aber das ist wirklich nur als Information und nicht als explizite Empfehlung, obwohl ich persönlich mit meinem sehr zufrieden bin. Ja. Wie man ein Messer richtig schleift und dass es keinen Schleifstab gibt und dass ihr damit lediglich entgratet und dass 3/4 der Schleifvideos und Tutorials, die ihr irgendwo findet in Filmen, nichts, aber auch gar nichts mit Schleifen zu tun haben, dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Und wo findet ihr das? In den Infokarten. Dann der Hinweis, nutzt keine Glasbretter, die machen eurem Messer total kaputt. Das gilt nicht nur für die Rohkostküche. Ne? Als letztes möchte ich noch euch eine richtig große Schüssel ans Herz legen. Ja, gerade wenn ihr große Mengen für einen Dörrer mariniert oder einen Rohkostsalat oder für euch und eure Freunde Essen zubereitet, was ja gerade ein Salat ist ja die Hauptmahlzeit und nicht als Beilage, da braucht ihr auch eine richtig, richtig große Schüssel. Und diese hier kann ich absolut empfehlen, die habe ich seit einer Woche und ich habe gerade mal 15 Euro dafür bezahlt, den Link findet ihr unten in der Infobox und ist meine absolute Lieblingsschüssel geworden. Nie mehr kneten und rühren und die Hälfte fällt dabei über den Schüsselrand, sondern hier kann man herzhaft reingreifen und sich richtig geile große Salate zubereiten, wo ja, mich früher ein teures Parfüm erfreut hat, ist es nur eine richtig große Schüssel. Apropos Parfüm, wie man Parfüm selber macht und nicht diese perversen Gewinnspannen der Parfümindustrie unterstützt, habe ich euch auch in einem Video gezeigt. Ich glaube, in der Infobox ist kein Platz mehr, dann verlinkt man das mal hier. Ja, und das soll so ein bisschen Einblick gewesen sein, welche Geräte ich in der Rohkostküche nutze und ich hoffe, ich konnte die Fragen beantworten. Wenn ihr noch Fragen dazu habt zu den Geräten, einfach unten in den Kommentaren stellen und ja, ich werde sie dann im Laufe des Tages beantworten. Also ich kann nur nochmal dran appellieren, lasst uns genau überlegen, wofür wir unser Geld ausgeben, denn umso weniger Geld wir ausgeben, umso weniger müssen wir verdienen und umso mehr Zeit haben wir für die Dinge, die wir gerne machen. Daher auch nochmal der Hinweis, gerade beim Hochleistungsmixer und auch beim Dörrgerät, dass man mit diesen Geräten sogar Geld spart, da man viel effektiver und mehr verwerten kann. An dieser Stelle möchte ich bei aller Leidenschaft, die ich für eine ursprüngliche Lebensweise habe, auch mal ein Hoch auf die Technik aussprechen und ja, mich wirklich dafür bedanken, in was für einer geilen Zeit ich lebe. Das musste auch mal raus, weil es wird immer so viel gesagt, ja, ursprünglich und Dings, aber ich sag mal, so ein Hochleistungsmixer, echt
tolle Sache. Also der Mixer steht für mich über allem. Aber das wird euch wahrscheinlich genauso gehen. Und von daher, ich wünsche euch ein tolles Wochenende und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi. Ach, morgen das Thema. Ganz interessant. Habe ich jetzt erst genau rausgefunden. Warum macht Käse eigentlich süchtig? Woran liegt das genau? Wir sehen uns morgen. Tschüss.